Online-Multiplayer. Hat das? Oder was meinst du? Genau. Ja. Yep. Hatten die vorige Teile aber nicht, oder? Doch. Ja, auch schon. Enemy Unknown hatte auch einen Multiplayer. Den haben sogar Minecraft und ich gezockt gehabt mal. Ah, okay. Ja, yep, und ich habe Haus hoch verloren. Wo ich vorsichtig Stück für Stück und so weiter, du kommst mit deinen UFOs an und ich denk so, ach, scheiße. Weiß nur, dass man jetzt seine Soldaten wohl irgendwie teilen kann oder so, also anderen zur Verfügung stellen kann. Es ist eigentlich taktisch, aber ich weiß jetzt nicht, taktisch teilen? Also du kannst selber dein Team zusammenstellen. Ja, beispielsweise, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, wie war denn das Tor? Okay, wir haben nur 4000 Punkte zur Verfügung, dann kannst genau, du quasi... Genau, jede Einheit kostet ein paar Punkte und dadurch bildest du dann halt dein Militär zusammen, quasi deine Truppe. Kannst sie dann, kaufst die so, dann kostet die normale Soldat kostet, sagen wir jetzt einfach mal... 1000. Als Beispiel 10 Punkte. Von 400, die du hast, kostet vielleicht der stinknormale Soldat 10 Punkte als Beispiel. Dafür kannst du dem dann aber halt auch noch, musst du dem noch eine extra bessere Rüstung kaufen. Die kostet dann nochmal Punkte und eine Waffe kostet extra Punkte. Dass du dem direkt halt, sagen wir mal, Plasmawaffen in die Hand drückst, die sind dann halt für Schweine teuer, aber Plasma ist ja halt das Beste, was geht in XCOM. Yep, da habe ich auch gedacht, ja, stimmt, ich erinnere mich doch an das Match, wo wir damals gemacht haben. Wo ich auch so dachte, ja, und so. Ja, guck mal, als Spiel jetzt hier von meinem XCOM Let's Play. Wie ich hier Killermaschine mit dem Plasmagewehr ausgerüstet hatte. Da hat die ja gar nicht mehr verfehlt. Und das macht ja halt fast, das macht ja so unfassbar viel Schaden und sorgt noch für Präzision. Und musste halt dann noch für den Multiplayer üben, weil ich da ja bei einem Turnier mitmache. Mhm. Oh. Am 12. findet es ja statt. War es ja, glaube ich. Am 12. Ist die Auslosung. Ey, was ist das für ein Turnier? Das ist ein Community, halt ein XCOM 2 Community Turnier von gesponsert halt von 2K, vom Publisher. Mhm. Kann man sich halt bewerben, auch zum 12. quasi. Und die gucken dann halt mit der Bewerbung, ob es denn passt oder nicht. So, habe ich halt beworben, hier mit Erfahrung von Age of Empires und XCOM Fortgänger gespielt und so weiter und so fort. Wurde ich auch angenommen. Bin dann halt auch drin, musste halt angenommen und dann musste ich mich halt nochmal bewerben für eines der beiden Lager, also entweder XCOM Widerstandskämpfer oder Alien. Oder halt Advent, die Aliens, genau. Habe ich halt geguckt und habe dann halt gesehen, dass halt sich mehr Leute für XCOM beworben haben, habe ich einfach gedacht, mach's halt bei Advent, bei den Aliens, damit da halt ein bisschen ausgeglichener ist. Wenn das jetzt halt am Ende auch nicht ausgeglichen ist, dann wird halt gefragt, wer das Lager wechseln könnte. Aber dachte mir halt einfach, wenn die jetzt da nochmal gucken mit den Kriterien und ob es passt oder nicht, habe ich vielleicht bei den Aliens eine bessere Chance. ja, bin halt auch angenommen, bin da jetzt auch drin. Und am 12. geht's los, wird dann halt geguckt, wie viele sich halt beworben haben und wie viele angenommen wurden und alles. Und dann wird halt die Karte aus Deutschland, Österreich und Schweiz, wird dann halt in so viele Kampfgebiete unterteilt, wie es halt Matches geben wird, also Konfrontationen quasi. Muss ich ganz das kurz heißt, unter. Wenn jetzt 32 Leute angenommen wurden für das Turnier, dann sind das halt 16 Kämpfe. Mhm. Das heißt, die Deutschland, Schweiz und Österreich-Karte wird in 16 Gebieten unterteilt und jeder bekommt halt ein Gebiet unterteilt. Das heißt zum Beispiel, ich bekomme jetzt, sagen wir mal, ganz grob und so jetzt einfach mal hier Südwest-Deutschland. Sagen wir einfach mal jetzt genau genommen Saarland, so. Dann hat dafür aber noch einer von den XCOM hat Saarland, dem wir das so geteilt und ich muss dann gegen ihn zwei Matches spielen und wer halt zwei Matches gewonnen hat, der hat dann halt dieses Gebiet für sich erobert und für sein Team und so läuft es dann halt die ganze Zeit ab, bis dann halt am Schluss nur noch die zwei Besten übrig sind, also sprich der Beste von XCOM und der Beste von Advent, die dann gegeneinander spielen. Okay. Und ja. Cool, nimmst du und dann gibt's halt ein... Ich hab's mal vor. Muss ich dann halt vorher mit dem, gegen den ich spiele, halt abklären. Mhm. Und werde da dann halt auch das Gewinnerteam, also wenn jetzt, sagen wir mal, XCOM gewinnt oder halt Advent, dann bekommen die halt noch ein extra Geschenk nach Hause geschickt, so eine Art Merchandise-Paket quasi, ein XCOM 2.
Und die, die halt das Finale gewonnen haben, die bekommen dann halt für ein bisschen geileren Shit quasi. Ja, cool. Da drücke ich dir mal die Daumen. Bin mal gespannt. Sag mal, Kaff, du wolltest was sagen. Ja, und zwar bei der Vault-Tür, du hast ja das Äußere mit Bruchstein. Soll ich das auch mit poliertem Andesit ersetzen, oder? Nee, lass das erstmal so, weil ich werde da wahrscheinlich eh gucken müssen, wie weit ich da bauen muss für die Vault-Tür mit der Mechanik und wie. Okay, ja, also ich habe jetzt halt... So. Lass es erstmal so, wie es ist. Okay, weil ich habe jetzt nur einen Block Bruchstein gelassen und soweit die Wand mit poliertem Andesit. Ja, das werde ich sowieso später dann einreißen dürfen, damit ich hier überall die Redstone-Verbindungen und sowas legen kann. Und der Boden, auf dem man läuft, auch mit Andesit ersetzen, oder? Jo. Gut, dann weiß ich Bescheid. Das klingt auch spannend, was ihr da baut. Muss ich immer vorbeigucken. Ja, das ist also ja Steve seine Wort. Ein Prototyp von der Tür habe ich ja bei WhatsApp gepostet. Ach, das sollte das sein? Okay. Das war das Grundgerüst. Oh ja, auch so. Das war mir nicht so klar. Ich dachte auch so, aha, testet er mit der Vault-Tür. Und dann denke ich so, ach du Scheiße, was ist das denn für ein... Ich wusste nicht, was es sein soll. Ich dachte nur, okay, das sieht krass aus. Ist wie gesagt nur der Prototyp. Weil ich bin ja bei Steve und... Da muss ich gleich mal rausgucken wegen den Gärten. Also Redstone habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal genug, schätze ich mal. Wenn jetzt irgendwo wenigstens mal ein Schleim rumhopfen würde. Boah, ich weiß, ich habe jetzt noch nicht mal nachgeschaut mit den Schleims auf welcher Ebene. Aber ich glaube so zwischen 30 und 50, so ab der Ebene. Die sind vor allem im Sumpf. Glaube ich. Ja, die sind aber auch unterirdisch teilweise, aber da finde ich gerade nichts und ich bin... Wie tief bin ich? 14 gerade. Und ich habe keine Fackeln mehr. Das ist schlecht. Ich habe noch 62. Boah, Michael, was auch? Hast du auch mitgekriegt, ey, es sind zwei neue Fast and Furious Filme geplant. Ach komm, verarsch mich jetzt nicht. Nächstes gibt sogar schon Pläne und das Drehbuch ist schon längst in Arbeit für beide Titel. Ich boykottiere so langsam. Ja, das, irgendwie wäre Fast and Furious langsam zu Call of Duty und sowas. Aber ohne Scheiß, ich meine, ich habe ja nichts gegen Fast and Furious. Der 1er fand ich cool, den 2er, ja. Die ersten 2 trifft eigentlich auch noch ganz geil. Tokyo Drift, das war mal was anderes. Ich dachte, geht okay. Ja, und dann ging es ja auch mit Need for Speed los, mit den ganzen Drift-Challenges und alles. Und der 4. Teil, da war ich damals mit meiner Ex im Kino, da habe ich gedacht, ja gut, wenigstens ist jetzt zu Ende. Ha, von wegen, da kam auf einmal Fast and Furious 5. Wo ich dann dachte, okay. Oder kam auf einmal noch Fast and Furious 6. Wo ich so dachte, die Landebahn hier 50 Kilometer lang oder wie lang ist die? Ja, einmal um die halbe Weltkugel, passt schon. Gut. Und dann Fast Furious 7, wo ja dann hier Paul Walker ja gestorben ist durch einen Autounfall. Ironischerweise. Aber gut, er war ja nicht der Fahrer, er war ja Beifahrer. Wo sie alle sagen, ey, das war ein Fehler von Bosch, ja, natürlich. Ja, das war ein Fehler von dem, der am Steuer saß, würde ich sagen. Ja, eben. Selbst wenn ich jetzt Mega-Fan wäre, einfach dann zu behaupten, dass es ein Fehler von Porsche ist, ist einfach so dumm und naiv. Sorry, aber ist einfach so. Vor allem, was ich darüber gelesen habe, ich habe gedacht, sag mal, ich lese doch wohl nicht richtig. Da haben Fans nämlich gewollt, dass eine Straße nach Paul Walker, wo ich auch nur so dachte, sag mal, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich habe auch nichts gegen Vin Diesel und ja, die waren halt Best Buddies und sowas, aber langsam, immer wenn der irgendwas gewinnt mit Fast and Furious, dass er dann immer hier sofort anfängt, über Paul Walker zu sprechen, das ist auch ein bisschen nervig.
nichts gegen Vin Diesel, hier Riddick und Triple X und sowas, fand ich alles ganz geile Filme. Bin auch gespannt, was sie mit dem dritten Triple X-Film machen, der jetzt bald, den sie am Arbeiten, zusammen dran arbeiten sind. Wo er wieder mitmachen soll. Und Pitch Black und was weiß ich nicht alles. Aber dass der dann halt immer direkt anfängt, über Paul Walker zu reden, das ist auch. Aber apropos hier, was ich letztens gelesen habe, was mir ein bisschen aufgestoßen ist, weil es halt ein Kindheitsheld von mir betrifft, dass das, du kennst ihn vielleicht vom Namen her, Malka, hier Bret Hart. Bret the Hitman Hart. Von Wrestling. Ach, Wrestling, okay, weil ich dachte, ja, du hattest ja was gepostet. Die eine Sonnenbrille immer gehabt hat und hat die halt immer verschenkt, wenn er zum Ring gegangen ist. Bei dem ist Krebs diagnostiziert worden. Ja, das hab ich ja bei Facebook gelesen, wo du gepostet hast. Wo ich auch dachte, okay. Ich meine, gut. Darf ich aber auch, da muss ich erstmal hier kurz schwarzen Humor bringen. Wie heißt nochmal der Autor von Game of Thrones? Der Name von dem? Der die Bücher schreibt. J.R.R. Martin? Ja, G. Genau. Martin. Da habe ich letztens ein Bild gesehen, wo dann hier stand 2016 directed and written by J.R.R. Martin, weil halt am Anfang des Jahres so viele Promis gestorben sind. Ja, G.R.R. Martin ist, glaube ich. Also ich glaube, es ist ein G. J ist Tolkien. J.R.R. Tolkien, ja, nee, und G.R.R. Martin. Ja. Und weil der halt ja in seinen Büchern und so immer gerne mal alle Leute abkratzen lässt. Yep. Da einfach einer gedacht, 2016, written and directed. Das fand ich schon irgendwie ganz lustig. Oh Mann. Ja, ich lese seine Bücher ja gerade. Ja, jetzt bringt's ja auch nichts mehr, was Game of Thrones gibt, ne? Jetzt sind sie ja schon den Büchern voraus. Ja, finde ich aber auch gut. Also ich finde es cool, dass es tatsächlich sehr getrennt ist voneinander. Das eine ja, ist halt das hat mich damals Buch, das andere ist Film. Ja, wie ich damals angefangen habe, ja, Game of Thrones zu gucken, ja, kenne ich alles schon vom Buch, ja, dann hat die Schnauze, Mann. Ja, genau, und jetzt können halt die Leute, genau, und genau die Leute können halt jetzt nicht mehr ankommen. Ist doch klar, was passiert, war im Buch so und so, ja, schön, aber im Buch ist nicht in der Serie. Ich lese beides, also ich schau die Serie und lese das Buch. Ja, darf ich bin halt echt gespannt, ja, wahrscheinlich. Eigentlich sterben alle, nehme ich mal an. Ja, was sonst? Der eiserne Thron. Das glaube ich aber echt, nicht echt, dass in der letzten Folge, dass keiner von den Helden mehr übrig ist. Alle tot. In einem Film nach meinem Geschmack. Happy End? Fuck the shit. Boah, welcher Film. Ich glaube, da haben wir auch mal einen Film angesehen, wo wir so dachten, so, boah, der Held wird bestimmt überleben und dann ist er aber voll abgekratzt. Ich meine, da gab es doch auch einen Film. Gab es bestimmt mehrere. Oder halt Film ohne Happy End. Oder ich verwechsel das gerade. Da kannst du auf jeden Fall schon mal so ein paar Horrorfilme, schätze ich jetzt mal. Panik? Oh, nee, nee, da, nee, nein! Weißt du, hier Leonardo DiCaprio am Absaufen, statt dass hier die Kate Winslet Leonardo DiCaprio mit auf die Tür lässt, wo er sich festhalten kann, damit er halt überlebt. Nee, lass ihn absaufen! Braun! Gibt voll Sinn! Der einzige wirkliche Halt, vor dem ich immer salutiere bei Titanic, ist der auf die Schiffsschraube knallt. Begleitet von einem dumpfen Dong. Ist doch wahr. Er springt aber auch vom höchsten Punkt. Ganz ja. Hinten. Der denkt schon, wenn vom Leben verabschieden, dann richtig. Das ist in Wirklichkeit eine Verschwörungstheorie. In Wirklichkeit ist das ein Assassine. Der ja, Todessprung. Ja, Heuchelattentat war. Weil da ein Templer auf dem Boot ist und der Templer war im Wasser und da ist er von oben runtergestürzt und wollten halt ermeucheln, aber ist dabei auf die Schiffsschraube geknallt. Alles klar. So wie bei dieser einen Folge von Game One, kennst du noch mal, Kaff? Wo er von oben vom Turm runterspringt, der Bauer unten einfach yep. Mal den Wagenkarren wegtritt. Ja, heute nicht, du Sau! In meinen Heuhaufen springst du nicht. Das ist so geil.